Und das ist allein ihre Schuld. Denn sie mussten sich unbedingt mit mir anlegen. Wo ich doch... Ach komm. Na komm schon. Oh, wow. Also, dieses Gras ist wunderschön. Dann wollen wir ihn doch mal bezwingen. So. Jetzt ist halt jeder tot. Selbst schuld. Ah, sehr spannende Musik. Gefällt mir ziemlich gut. Da kommt Spannung auf. Und das ist gut. Also doch, man kann es wirklich nur sagen. Also, diese Rundumblicke haben schon was. Aber das allein genügt eben nicht, um mich zu fesseln, dass ich alle diese Türme erklimme und so. Dam, 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 dam. Ab geht's nach Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen, um keine weitere Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, danke, danke. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich sollte euch auf der Stelle erschlagen. Aha. Er wird jemanden verletzen, ich weiß. Ja. Oh mein Gott. Seht ihr die Leichen da überall? Ach du Scheiße. Wie hast du den bezeichnet? Oh, schau an. Ich glaube, das könnte unser Ticket sein, um da reinzukommen. Wir können natürlich auch wieder darüber klettern, aber ich werde mich erstmal um die kümmern. Jetzt haben wir auch den Konterkill. Und damit sind wir um einiges mächtiger als vorher. Gut, wenn ihr nicht angreifen wollt, so werde ich es tun. Nehmt dies Unhold in die Brust. Wer will was? Wer will was? Und da kommt schon wieder ein Gehilfe an. Das war ja klar. Pam. Pam. Und da kommen noch mehr. Ihr habt einfach keine Chance. Habt ihr gerade den Bürger da gesehen? Er hat sich auch komisch bewegt. Was? Wer will was? Oh, wieder zu schnell. Pam. Bats. Tot. Und das Blut spritzt. War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Kein Problem. Und damit haben wir jetzt... Wer ist dafür verantwortlich? Ich nicht. Ich laufe hier nur so... Nein. Nein, oder? Ihr lauft jetzt nicht mitten durch die... Wo ist der Kerl, der das zu ver... Wo ist der Kerl, der das so... Das sind Heilige, ich muss aus dem Weg. Und verstummen. Ja, ja. Wir, die Betenden, die laufen natürlich einfach so über die Leichen. Ohne Reue und ohne Ekel, einfach mitten rein. Wer ist dafür verantwortlich? Tja, keine Ahnung. Ich muss hier mal durch. Na, laufen wir doch noch ein Stück weiter. Da muss ich mich wenigstens nicht selbst bewegen. Aussichtspunkt erreicht. Ja, den ersten Aussichtspunkt müssen wir immer erklimmen, um uns einen ersten Überblick zu verschaffen. Ja. Also wenn es hier nicht schlimm... Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ich habe leider nichts. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nö. Tschüss.
hast du noch nicht genug gejammert. Oh, schon. Nein, bitte! Ich hol mir deinen Kopf! Was willst du? Mein Kopf? Mein Kopf? Hier hast du mein Schwert. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und ja, ja. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ach, hier habt wirklich? Ihr einen großen Dienst erwiesen. Ja, ja. Das werde ich euch nie vergessen. Ah, Tatsache. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Düstere Tage. Ja, düstere Tage. Das ist wohl wahr. Furchtbar. Wer kann sowas getan haben? Ja, ich nicht. Oh, da unten habe ich doch gerade was gesehen. Da leuchtet was. Das war es zwar nicht, aber hier ist trotzdem eine Flagge. Hospitalerflagge, 1 von 33. Oh. Tut das noch einmal und ich spalte euch den Schädel. Ja. Bis dann. Ja, hier scheinen wohl recht ärmliche Verhältnisse zu sein. Also, wenn ich da schon sehe, dass hier überall Bettler rumlaufen. Und es ist auch sehr trostlos hier, also sehr grau. Wer beobachtet mich denn hier? Hm. Oh. Ein Bogenschütze beobachtet mich. Und da hat er mich zum Glück verfehlt. Werde ich sofort gejagt, das ist doch nicht zu fassen. Was schon einmal gesehen? Ich nicht. Bitte, guter Herr, tut das nicht wieder. Einmal schnell zur Bank. Da haben wir nämlich schon die erste Mission, die wir erledigen können. Da ist sie ihn doch schon. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen, wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein, ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht, solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Ja, bei mir wird es auch sicher sein. Einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihren Posten. Das ist doch interessant. Gut, wir begeben uns zum Assassinenbüro. Dem Vermittlungsbüro quasi. Ach ja. Und schaffen wir das? Ja, ich glaube schon. Wir haben es geschafft. Meine Familie ist sterben. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Schert euch fort. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Wer hat das gesagt? Ein Assassine. Verdammt. Hier ist ein Assassine. Schnauze. Stirb. Du wirst mir nicht entkommen. Stirb. Ja, kletter doch hoch. Hier drüben. Warum kommst du immer wieder hoch? Bist du dumm? Diese Trottel. Nix in der Birne. Nix in den Armen, aber auch nix in der Birne. Ich meine, wer klettert denn die ganze Zeit wieder auf dieselbe Leiter, wo ich ihn einfach runterschlagen kann? Das ist einfach nur dämlich. Nun gut, schauen wir uns etwas um. In diesem recht trostlosen, grauen Städtchen. Heruntergekommen und arm. Ja, ich würde sagen, Akon ist ziemlich verarmt, ja. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Ja, sicher. Vorsicht jetzt! Du wirst mit deinem Vater, Mann! Hilfe!
Willst du was? Mich einfach von hinten zu attackieren. Ich habe Augen auch hinter dem Kopf. Ich habe eine Außensicht auf die Welt der Dinge. Und tschüss. Guten Tag. Wow. Sie müssen anonym sein, um mit dem geretteten Bürger zu reden. Warum bin ich nicht anonym? Ich habe alle Zeugen beseitigt. Okay, habe ich nicht. Immer noch nicht. Was ist hier los? Bogenschützen auf dem Dach? Tatsächlich. Nicht fallen, nicht fallen. Benutzen wir doch mal unser Kurzschwert. Pam, pam. Oh, das gibt's doch nicht. Action-Sicht hatten wir auch gerade. Schauen wir uns doch mal die Killcam an. Die Killcam, den Konterkill. Ich fasse es nicht. Ja. Oh, Steine, was? Ist ja ganz klug. Quer mit dem Messer durchs Gesicht. Na, wer will noch was? Danke. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ist das ihr Gatte? Wenn ja, dann warum ist er jetzt von, ich sage, hier nach hier gerannt und nicht eingeschritten? Dieser Feigling. Hauptsächlich rette seine Frau und dann hilft er mir. Oh, Taschendiebstahl. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Ja, man sollte Taschen nie im Arm. Dreckiger Dieb! Dafür wirst du bezahlen! Oh. Ich fasse es nicht. Und erneut. Muss ich wieder untertauchen. Na komm schon, lauf vorbei. Du willst es doch auch. Brief, der die Verbindung zwischen Gagné und zwei weiteren Männern belegt. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber es ist sicherlich wichtig. Du wirst bluten. Zack. Stirb. Stirb, du entkommst mir nicht. Jeder Zeuge muss beseitigt werden. Er stellt nur eine Gefahr für uns dar. Ich nicht. Ich bin nicht da. Tschüss. Was hat ihn denn so erregt? Mich erregt gar nichts. Meine Gott. Wie achtlos kann man denn sein? Hä? Ich meine, warum sollte ich erregt sein, wenn ich renne? Ich denke mir, ich bin in Eile. Ich möchte so schnell wie möglich zu meinem Ziel kommen. Deshalb renne ich und schlender nicht rum. Vergeude die Zeit. Wieso ist dieser Mann nur so erregt? Hä? Was? Guter Herr, ich
bin nur ein alter Mann. Oh mein Gott, ich bin so erregt, weil diese Wachen mich verfolgen. What the fuck? Er wird sich noch verletzen und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Wir gehen mal, ah ja, hier hoch und da ist auch schon das Büro. Mich regt doch nichts, ich bin Assassin.